Hi Leute, servus zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal nicht von der Tri-City, sondern aus meinem Auto. Und zwar heute mal was ganz Neues. Bin mit meiner Familie unterwegs zum Gardasee, aber auch nicht irgendwie, sondern das ist mein Sohn, der Philipp. Nicht irgendwie, sondern mit dem Dachzelt auf dem Dach. Das will ich euch später mal zeigen. Genau, das haben wir uns zugelegt, weil wir damit nächstes Jahr nach Norwegen wollen. Und jetzt machen wir die Testrunde heute oder die nächste Woche, wie sich so schläft, weil jetzt ist ja auch nicht mehr ganz so warm. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Norwegen im Sommer. Genau, und dann sehen wir uns gleich draußen außerhalb vom Auto. So, jetzt erstmal noch schnell zum Lidl, noch was zum Essen kaufen. Wir haben Hunger und Durst. So, wieder raus aus dem Lidl. Natürlich voll über die Stränge geschlagen. Würde ich jedem empfehlen, also unbedingt mit Hunger einkaufen gehen. Da findet man natürlich die besten Sachen. So, aber jetzt wirklich bis gleich draußen. Leute, schaut mal, so ein schöner Abend schon wieder. Fast November und 22 Grad, also top Campingwetter. So, und da ist es auf dem Dach, das Riesenteilchen. Ist schon ein Riesenbrocken, muss man sagen. Ja, das ist jetzt so ein Softshell-Dachzelt. Eigentlich wollte ich ja ein Hardtop-Dachzelt, aber ist mit einer Familie nahezu unmöglich. Macht da auch eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, bin jetzt nochmal zurück ins Auto, weil draußen ist zu laut. Da fährt ein Auto nach dem anderen vorbei. Auf was ihr eigentlich raus wollt. Und zwar, ich wollte eigentlich ursprünglich ein Hardtop-Dachzelt. Das wäre eigentlich immer mein Traum gewesen, weil es einfach viel besser ausschaut, weil du ein festes Dach hast. Das ist nicht so schlimm, wenn es einmal drauf regnet. Ja, aber das ist mit einer Familie unmöglich, weil du das Maximalmaß, was du haben kannst, ist glaube ich 1,30 Meter auf 2 Meter. Und wir müssten da rein mit den ganzen Kindern. Zwei Kinder sind es. Ausreichende zwei Kinder. Ja, und dieses Softshell-Dachzelt, was wir jetzt drauf haben, das hat 1,80 Meter auf 2,40 Meter. Könnte man auch sagen, okay, 1,80 Meter zu viert. Aber unser Vorteil ist, von uns ist keiner über 1,80 Meter. Das heißt, wir liegen quer drin. Dann haben wir 2,40 Meter Breite und da kann man schon ordentlich schlafen. Ich meine, das sind für jeden, wie viel sind es denn für jeden? 80 cm? Ja, so in etwa, so ungefähr 80 cm für jeden. Und ja, kann man schon bequem schlafen. Genau. Und jetzt, ja, wir hoffen uns, dass jetzt am Gardasee nicht ganz so kalt wird. Aber selbst wenn, wir hätten jetzt also eine ganz kleine Elektroheizung fürs Zelt mit dabei. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist ein kleines Training eben für unseren Norwegen-Urlaub nächstes Jahr, was wir vorhaben. Da wollen wir also mindestens für 4 Wochen nach Norwegen bis zum Nordkap. Ist glaube ich zurzeit ein Trend. Ich glaube, das machen zurzeit einfach alle, also gefühlt. Aber wir haben gesagt, wir wollen das auch mal erleben. Alleine schon, weil man überall stehen darf mit dem Zelt. Man braucht keine Angst haben, dass man davon kaut wird. Und ja, Nordlichter und so weiter, das ist einfach mal was ganz Neues. Normalerweise bin ich ja der Typ, den es in die Sonne, soll man sagen, den es in die Sonne drückt. Also normalerweise warme Länder ist mein Urlaub. Baden, essen gehen und so weiter. Aber Norwegen hat halt auch mal was. Ist einfach mal was anderes. Weil, ja, der Standardurlaub hängt man schon sonst wo raus. Ja, momentan ist es ja sowieso, man muss ja froh sein, wenn man einen Urlaub machen kann, solange man es sich noch leisten kann. So halbwegs. Und daher machen wir jetzt das, was geht. Nehmen wir alles mit, was geht. Und ja, wir dachten uns jetzt zum Gardasee, nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Weil es gibt nicht besonders viele Videos zu Dachzelten. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Genau.
Wird wahrscheinlich nicht allzu spannend, aber wir lassen euch teilhaben. Dann bis später. So, wir sind mittlerweile bei Landshut, haben noch 7,5 Stunden Fahrt vor uns. Liegt ganz einfach daran, dass wir keine Lust haben, Autobahn zu fahren und allgemein Mautstraßen vermeiden wollen. Geht diesmal gar nicht ums Geld, sondern ganz einfach ist es so, wir haben das letzte Mal haben wir uns auch viel Zeit genommen zum Urlaub fahren und haben festgestellt, dass wenn man auf Mautstraßen und Autobahnen scheißt, dass man die allerschönsten Straßen sieht, die schönsten Gegenden. Man bekommt einfach mehr mit, was man normalerweise nicht sehen würde. Und da bei uns auch immer ein bisschen die Reise das Ziel ist, ja, wie soll ich sagen, macht uns das gar nichts aus, wir planen uns die Zeit mit ein. Wir haben sowieso erst ab morgen irgendwann einen Campingplatz. Und von dem her heilt es eigentlich gar nicht. Campingplatz deshalb, also normalerweise wäre uns das Wildstehen lieber, aber in Italien soll es ja relativ große Strafen geben dafür. Und wie soll ich sagen? Mir persönlich, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich irgendwo wildstehen, aber mit den Kindern habe ich nicht unbedingt Lust, dass mitten in der Nacht jemand ans Zelt klopft und Ärger macht. Irgendwer quatscht ja immer rein. Würde ich sagen, wir sehen uns später. Recht durchgeschlagen mit unserem bisschen Sprit, was wir in Deutschland tankt haben, weil wir haben uns gedacht, wir tanken in Deutschland und machen dann in Österreich richtig voll, da es ja hier günstiger ist. Zumindest war es in den Sommerferien so. Jetzt ist es leider, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Naja, 2,04 €, das habe ich bei uns auch bezahlt. Ist aber überall so, teilweise sogar noch teurer mit 2,08 €. Ja, scheiße gelaufen. Ja. Ziemlicher Scheiß passiert. Ja, meine Frau lacht wieder. Wir waren ja vorhin beim Lidl einkaufen. Und wahrscheinlich steckt meine Karte da noch im Kartenleser. Na gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir tanken und so weiter mit dem Handy bezahlen können. Ja, zur Not haben wir nur zwei, drei Karten dabei. Kreditkarten oder so ein Scheiß, aber blöd. Naja. So, guten Morgen. Wir sind dann gestern nicht mehr durchgefahren. Ist dann da ein bisschen spät geworden. Wir haben uns einen schönen Platz gesucht. Beziehungsweise schöner Platz ist untertrieben. Ist der schönste Wohnmobilstellplatz, an dem wir jemals waren. Das kommt jetzt wahrscheinlich auf dem Video einfach nicht so rüber, aber es ist hier mitten in den Bergen. Ja, da hinten sieht man die Berge so ein bisschen schneebedeckt. Genau. Da steht unser Auto. Und weiß nicht, ob man sieht, hinter den Wohnmobilen, da läuft ein glasklarer Bach mit Bergwasser. Ja, von dem habe ich mir heute Morgen schon Wasser geholt für den Kaffee, obwohl hier ein Wasserhahn ist, aber das habe ich erst zu spät entdeckt. Für die Wohnmobile, die haben da vorne, die haben richtige Parzellen mit
Ja, Strom- und Wasseranschluss. Und da vorne ist sogar ein kleines Sanitärhaus mit Dusche und WC, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Auf jeden Fall die Wohnmobile, die bezahlen 20 Euro die Nacht. Und wir hier mit dem Auto, also so ein Autostellplatz, das ist hier einfach so neben dem Sportplatz, da bezahlt man 5 Euro die Nacht. Was, finde ich, jetzt gar nichts ist für das, dass man keine Angst haben braucht oder so, dass man irgendwie rausgeworfen wird. Oder rausgejagt wird in der Nacht aus dem Zelt, weil es ist ja kein Wildcampen. Also wir haben wirklich ein Campingticket. Also gehe ich davon aus, dass ich auch mit dem Auto so stehen darf. Davon abgesehen ist es mir eigentlich ja total egal. Muss man auch so sagen. Genau. Und ja, wir werden jetzt dann wahrscheinlich weiterfahren in Richtung Gardasee. Aber das war jetzt einfach angenehmer, da anständig zu schlafen in der Nacht. Was man halt sagen muss, es ist hier arschkalt. Also wir sind jetzt in der Nähe vom Brenner. Und ja, nachts hat es so 3 Grad oder so gehabt. Wir haben zwar gute Schlafsäcke, aber ja, diesmal ohne Dachzeltheizung. Ich habe normalerweise so eine Heizkiste mit einer Dieselstandheizung drin. Die kann ich ja irgendwann einmal zeigen. Auf jeden Fall haben wir die jetzt nicht dabei, einfach wegen dem Platz. Und wenn wir in Italien ja in einem Ding sind, in einem Campingplatz, da haben wir ja Strom. Da könnte man theoretisch, ich habe so kleine Heizdecken dabei für die Kinder und da könnte man ja zur Not theoretisch mit Strom heizen. Allerdings denke ich, ist da wärmer. Ich meine, in den Bergen ist es ja jetzt auch kein Wunder. Aber ja, genau. Jetzt zeige ich euch gleich den Bach noch und dann machen wir uns auf, dann geht's weiter.